Servus Freunde und willkommen zurück bei der Shisha WG. Dieses Wochenende, beziehungsweise vergangenes Wochenende, war ja die Intertabak in Dortmund. Da hat der Michael von X-Racher, Kismet, Odinson und Freestyle drei neue X-Racher-Sorten vorgestellt. Eine davon, Twang Bang, wollen wir jetzt für euch testen und euch mal sagen, wonach das Ganze schmeckt und ob das Ganze taugt. Falls euch das Ganze gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da und jetzt viel Spaß beim Video. So, da sind wir wieder mit dem Twang Bang von X-Racher. Wie gesagt, eine der drei neuen Sorten von Michael Vandenberg. Man kennt es ja schon. Und ja, als erstes blende ich euch wie immer mal den Kopfbau ein. Da seht ihr schon, das ist der typische X-Racher-Schnitt. Schön fein geschnitten, ordentlich feucht das Ganze, aber nicht zu feucht. Also der Tabak hat die Molasse auf jeden Fall sehr, sehr gut aufgenommen. Ihr habt auch keine überschüssige Molasse in der Dose. Das Ganze ist gebaut in einem neuen Holsterfunnel. Den habe ich auch auf der Messe mitgenommen. Habe ich jetzt schon ein paar Köpfe drin geraucht und bis jetzt läuft der unglaublich gut. Also ich bin super zufrieden. Das hier ist die kleinere Variante. Die muss nicht ganz so viel Tabak. Ich würde sagen, das sind jetzt so 10, 11, 12 Gramm ungefähr. Ich werde das aber natürlich nochmal messen, wenn es dann an perfekten Kopfbau oder ein Review zu dem Kopf geht. Aber auf jeden Fall schon mal sehr, sehr schön. Genauso wie Schnitt und Feuchtigkeit. Preislich liegt das Ganze bei 16,90 €. Das ist man ja auch schon gewohnt von X-Racher. Da gibt es auf jeden Fall keine Überraschung. Liegt auch vollkommen im Rahmen. Ganz normal, wie halt so die ganzen Tabaksorten im Moment so angeordnet sind. Ne? Ich würde sagen, ich rauche mal ein bisschen. Dann guckt ihr euch den Rauch an und der Niklas fängt mal an mit dem Geschmack. Übrigens, ja, ne? Moin ja. Niklas. Schön, dass Hallo, du heute mal im Video mit dabei bist. Du bist ja vor kurzer Zeit auch ins Instagram-Game eingestiegen, habe ich gehört. Genau, vor einer guten Woche habe ich mit Instagram angefangen, im Shisha-Blog. Ja, der gute Marvin hat mich auch auf die Idee gebracht. Und überredet? Ja, überredet. Ja, und dann kommen wir mal zum Geruch. Die Wolke seht ihr ja nebenbei schon. Raucht auf jeden Fall ordentlich, da kann man sich definitiv nicht beschweren. Sehr, sehr intensiver Rauch. Schöne sehr, dicke Wolken. Sehr angenehm zu rauchen. Ja, sehr angenehm. Also kein Drücken, kein Kratzen, nichts. Also ich rieche schon mal frische Beeren, also soll ja ein Beerenmix sein. Riecht frisch. Vielleicht was säuerlich. Aber mehr als Beerenmix kann ich jetzt nichts draus erschließen. Lass mich auch noch was erschließen. Ich gebe dir die Shisha wieder. Also ich finde, der riecht sogar krass sauer. Also jetzt nicht schlecht sauer, aber einfach nur ziemlich intensiv, diese saure Note, die da mit dabei ist. Auf jeden Fall eine frische Note, finde ich, aber jetzt keine Minze oder sowas. Es ist einfach nur kühl, also ob die Beeren auf Eis liegen würden oder so, genau. Würde ich da sagen. Und dann einmal reinbeißt. Dann definitiv reinbeißen. Und definitiv eine schöne Beerennote. Er hat irgendwie sowas ganz leicht Parfümmäßiges, würde ich sagen, aber definitiv nicht negativ gemeint in dem Sinne, aber es hat irgendwie sowas, da ist so ein künstlicher, parfümiger Hauch ja, mit dabei, finde ich. Ja. Aber in dem Fall holt es mich sogar ab, also finde ich ganz interessant, ist definitiv was anderes als so ein Standard-Bärenmix. Sehr frisch, sehr sauer, nicht zu sauer vom Geruch auf jeden Fall und leckere Bärenmix. Was da an Bären genau drin ist, das rieche ich nicht raus. Ich würde Also, so die eine Idee, die ich hatte, er hat so einen Hauch im Geruch, so eine ähnliche Note wie der Mr. Brom. Findest du nicht? Ja, ähnlich. Ich habe auch das Gefühl, dass auch Blaubeere drin. Blaubeere finde ich vom Geruch her könnte auch sein, aber es ist auf jeden Fall nichts, wo ich sagen würde, yo, die Beere ist da auf jeden Fall drin, ist hundertprozentig mit dabei. Wie findest du den denn geschmacklich? Geschmacklich sehr gut. Ich nehme den Schlauch mal so lang. Ist wie gesagt sehr angenehm zu rauchen, geschmacklich kommt, also es sticht nichts hervor, wo ich jetzt sagen würde, ja, das ist die und die Beere. Es schmeckt einfach frisch, säuerlich nach einem Beerenmix. Ja, ist nichts zu sagen von meiner Seite. Ja, ist eigentlich wie im Geruch auch, finde ich. Ne? Also es ist auf jeden Fall wieder schön frisch, aber nicht zu frisch. Also ich glaube, den könnten nur noch Leute gut finden, die es jetzt nicht so ultra frisch mögen. Also jetzt sagen, ich brauche nichts mit Menthol oder mit Minze. Er hat eine frische Note, aber irgendwie keine penetrante. Es ist wirklich einfach nur so, als wären die Beeren aus dem Kühlschrank, könnte man sagen, finde ich. Die Beerennote ist auch wieder ziemlich identisch. Ich könnte ja jetzt keinen Bestandteil an sich rausschmecken. Ihr habt immer noch diese
spezielle, leicht parfümig wirkende Note hinten dran, wo ich jetzt nicht genau sagen kann, was es ist. Aber schon sehr im Hintergrund gehalten. Ja, definitiv im Hintergrund. Also merkt man so beim Ausatmen, beim letzten Rest Rauch, der rausgeht, da merkt man das so ein bisschen. Ich glaube, ihr werdet, wenn ihr den probieren solltet, genau wissen, was ich damit meine. Aber auf jeden Fall geschmacklich auch sehr, sehr geil. Also schön frisch, schön säuerlich, aber nicht zu sauer. Ist definitiv kein süßer Tabak. Also wenn ihr mal was nicht super Süßes rauchen wollt, könnte das vielleicht auch was für euch sein. Geschmacklich finde ich den auf jeden Fall ziemlich gut. Fazit von dir? Top. Top, ne? Ist echt geil. Auf jeden Fall. Wir haben ja die anderen zwei auch schon auf der Messe probiert. Das eine ist eine Orange, das andere ist ein cremiger Teigtabak. Beides eher Sachen, die ich nicht so mag. Deswegen, ich glaube, das wird meine Favoritensorte von den drei neuen. Und ich muss auch sagen, seit der Messe habe ich nur einen anderen Kopf geraucht. Also mich holt der wirklich mega ab. Ich feiere das wirklich krass, das Zeug. Ja. Ich finde es brutal lecker. Und ja, ich glaube, das wird nicht die letzte Dose sein, die ich hier am Start habe. Von daher, sehr, sehr nice. Falls ihr dieses Video sehr, sehr nice findet oder auch den Niklas, dann schaut da auf jeden Fall mal auf Insta vorbei. Klickt ihr einfach hier drauf und kommt da, beziehungsweise gebt den Namen, der jetzt hier steht, einfach mal auf Insta ein, könnt ihr mal vorbeischauen. Aber falls ihr dieses Video sehr, sehr nice falls ihr dieses Video sehr, sehr nice findet, lasst auf jeden Fall noch ein Abo oder einen Daumen nach oben da. Und ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, eure Shisha WG.